Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem sibirischen Eisenbahnsimulator. Mittlerweile sind ein paar Tage vergangen und auch ein paar Patches sind endlich rausgekommen, wo ich sehr dankbar dafür bin. Denn der Verschleiß ist jetzt wesentlich geringer und auch die Lok fährt jetzt angeblich schneller, maximal 100. Ich glaube nicht, dass wir das heute erreichen werden, aber heute werden wir uns mal die Waffen holen und ja, mal schauen, wie das dann hier weitergeht. Okay, gehen wir mal rein in die Lok hier. Ich werde die Türen offen lassen. Das ist typisch ich. Aha. Okay, aber ich hab doch... Oder habe ich abgekuppelt gehabt? Das bin ich mir gerade gar nicht sicher. Habe ich in meiner letzten Episode hier abgekuppelt? Wir geben die abzukoppeln. Koppel, da brauchen sie eben. Ich glaube, ich soll hier abkoppeln, oder? Ja, ich glaube, das war schon. Okay. Ich bin doof. Wie gesagt, das ist ein bisschen Zeit vergangen. Zu der letzten Episode. Gut, stimmt, ich musste ja das Interface ausblenden. Wie ging das nochmal? Kann ich nochmal das Interface ausblenden? Ah, das war Y. Naja, gut. Warte mal. Ach, mit U war das. Nein, das mache ich nicht. So. Einmal Service. Perfekt. Und weg hier. Oh, aber du zeigst mir rot. Ich hoffe, das stimmt nicht. Was ich auch noch im Changelog gesehen habe, ist, dass auch die KI-Züge jetzt weniger oft fahren. Vor allem nicht mehr so dicht hintereinander, wenn wir es ja in den letzten Episoden schon teilweise gesehen haben. Also generell, man kann den Verkehr, wenn es geht, irgendwie realistischer gestalten. Dass ja auch ein bisschen mehr so wie im allerersten Bahnhof was los ist, wenn man hier so rumsteht. So, Pfeifahrt. Moin, Kollege. Ich kann davon aus, dass wir so 3-4 Kilometer entfernt sein. Ah, Vitali, Kilometer nur. Das ist nah. Das könnte jetzt vielleicht ein bisschen schnell sein. Es stand auch in den Changelogs, also wenn man zu schnell fährt in gewissen Bereichen, dass dann der Verschleiß nochmal nach oben geht, was irgendwo klar ist. Aber ansonsten alles okay, also vor allem der Tacho wird nicht mehr so schnell kaputt, auch die Lampen nicht. Da haben sie mal aufs Feedback gehört. So. Vitali ist irgendwo da hinten. Okay, die Performance ist gerade voll in den Keller gegangen. Ja, ein kleines Stückchen noch. Ach, da steht er wieder mit seinem Van. Okay. Einmal nach da hinten. Oh, ohne Beine brechen, danke. Was ist denn jetzt hier mit der Performance? Hey, da kommt wenigstens der Zug. Oh,
Moin, Vitali. Ja. Okay. Okay, der Kalaschnikow. Moin. Ja, war's das? Ja, ich guess, das war's. Was tut dir? Dazu hält er bitte Protestierten ermöglichen, auf unsere Seite zu kommen. Töten der Zuhälter. Also in der Nähe heißt nächster Bahnhof. Das Spiel braucht echt mal irgendwie mehr bessere Marker hier. Na ja, gut. Wir fahren mal. Ich werde das schon melden, wenn ich falsch fahre. I hope. Ah. So, einmal ausblenden. Dankeschön. Jo, komm. Abfahrt. Besten Dank. So, Meski 7,1 Kilometer. Passt. Also, was macht ein Wear and Tear? Wie kommt man da nochmal umschalten? Drücke T, um zu inspizieren. Okay. Tacho ist bei 81%. Heizung 63. Und was haben wir hier? Stoßdämpfer 47%. Ja, auch. Muss ich vielleicht doch mal wieder Service machen. Naja. So, bisschen schneller hier. Ich schaue es dann mal, ist im nächsten Bahnhof nochmal mit dem Service. Aber ansonsten glaube ich, mache ich den mal für mich. Das ist jetzt ja nicht die spannendste Arbeit. Shop. Sechs Kilometer. Ich glaube, wir bleiben mal so ungefähr mit der Geschwindigkeit. Weil wir haben freie Fahrt. Moin, Kollege. Ja, okay, also die Abstände sind jetzt schon mal wesentlich besser von den Zügen. Yellow. Lass dann langsamer werden. Ja, wobei. Mal wieder freie Fahrt. Ach, da kommt's. 40. Gut. Mal sehen. Stimmt, jetzt wo ich gerade den Panto sehe bei ihm. Muss man den Vordern vielleicht auch mal heben? Zwecks Eisen so? Wo war denn das hier mit dem Panto? Motorkühlung, Kompressor. Ja, okay, beide wieder oben. Gefährliche Stelle. Die sind zu langsam. Währenddessen, wie machen wir es mit dem Inventar?
Kalaschnikow machen wir mal hier rein. Wir haben 210 Schuss. Die mache ich auch mal runter. Und ich glaube, also ich hoffe mal. Ne, ich lasse die Munition mal hier drin. Ich gehe mal davon aus, das kann einfach im Inventar drin bleiben. Und dann haben wir so die zwei Waffen. Ja. Okay. Das wird witzig. So aus, als wäre das jetzt hier auch neben der Strecke mit dem Nachtclub. Was haben die mit der Performance hier gemacht? Das ist doch wieder total kacke. Oh. Das ist die gefährliche Stelle sein? Der Bahnübergang hier? Nachtclub hier hinten. Gut, wir bleiben dann einfach mal wieder auf der Strecke stehen. Warum auch nicht? Und ich glaube, ich speichere mal ganz kurz. Neu speichern, danke. Nachtclub. Perfekt. So, Waffe da aus. Oh Mann, ey, was sind wir für ein Lokführer? Lokführer mit einer AK. Komm, geh zu. Kann ich eigentlich? Ja, ich kann. Wie schwierig kann das schon sein jetzt hier? Da muss ich hier draußen auch schon die Leute abknallen? Wer macht einen Nachtclub hier draußen mitten im Nirgendwo? Mein Kollege, denkt ja nix, die Lok braucht mal kurz eine Pause. Warte mal, dann machen wir kurz ein Foto. So. Fotomod gibt's ja nach wie vor nicht. Ja, denkt euch mal nichts, dass ich hier mit einer Waffe hier einfach so reinlaufe. Okay. Bricht hier Panik aus, wenn ich dann hier rumballer? Von da. Alter, wie riesig ist das hier? Ich möchte mal zu dem da hinten hinkommen. Okay. Okay, die schießen gleich alle. Ja, irgendwie habe ich damit rechnen müssen. Hallo? Todesursache, mechanische Verletzung. Okay. Ich glaube, das gehen wir mal ganz anders an. Vielleicht schieße ich schon mal oben, damit ich schon mal weiß, wer alles gegen mich ist. Das ist, glaube ich, die bessere Taktik. Und ich brauche vielleicht sowas wie einen Verbandskasten. Wieso fahren wir? Ach so, okay. Wie sieht es denn eigentlich aus bezüglich Gesundheit? Ich habe nichts Verbandtechnisches mit dabei. Schade. Ja, gut.
Nochmal dahin. Oje. Oh je. So nach links und rechts lehnen wäre jetzt noch ganz praktisch. Dass ich ein bisschen um die Kurve schauen kann. Und damit es jetzt dann gleich ein bisschen schneller geht, wenn wir jetzt hier nochmal speichern. Jo. Okay. Wer von euch schießt gleich? Gut, ihr lauft weg. Das ist schon mal gut. Okay, ihr habt davon irgendwie nichts mitgekriegt. Jetzt? Gut, einmal schön weglaufen. Okay, das geht schnell. So, jetzt habe ich hier die Krankheit mega weit oben. Ich kann... Das wird vermutlich nicht funktionieren, oder? Was soll ich jetzt mit einem Apfel machen? So, iss mal. Oh, das funktioniert. Shit, ich hätte da mehr einkaufen sollen. So, alle raus hier. Okay, ich weiß nicht, was YouTube dazu sagen wird. Oh, da ist einer, Alter. Shit. Und bei der Bar. Die sind schon irgendwie nicht die hellsten, ne? Kann ich das aufnehmen? Oh, ich könnte es aufnehmen. Habe ich da eine Waffe oder einfach nur die Munition? Okay. Hat jetzt nicht so den Effekt, den ich dachte. Ja, die eine Pistole ist auch von uns. Okay. Apfelfuttern. Und dann kommen wir da hier schon durch. Oh weh, das wird nicht gut bezahlt. So, noch jemand? Und dich interessiert es jetzt nicht, dass man hier rumgeschossen... Ja, was soll's? Das Spiel ist schon dezent trashig. Munition. Nee. Krankheit ist wieder nach oben. Ablesen. Apfel heilt alle Wunden. Okay. Ich glaube, das war der eine Raum, wo wir letztens reingegangen sind. Okay, Krankheit ist wieder oben. Geht das dann mit Milch? Ja, es geht auch mit Milch. Das dauert nur einfach länger. So, der Typ bei der Bar. Die reagieren wirklich nur, wenn sie Sicht zu mir irgendwie haben. Keiner mehr da. Moin.
Für dich alles in Ordnung? Alles okay. Oh ja, war wieder. Noch jemand? Nö. Oh, ich bräuchte mal hier was zum Essen. Okay, vier noch so. Ich glaube, ich speichere mal ganz kurz zwischendrin. Jo, überschreiben, dankeschön. Oh. Oh. Ich vermute mal, all die Typen, die stillstehen, schießen. Und da steht gerade einer. Soll ich mal lieber oben anfangen? Habe ich da einigermaßen die gute Schussposition? Scheiße. Ja, gut, das hat nicht funktioniert. Ich will nochmal das hier laden. Ah, shit. Wir haben ja keine Rüstung, kann gar nichts. Okay. Lauft zwar alle raus hier. Ist ja nicht so, dass die Gegner hier rauslaufen würden. Alter. Okay. Alter, wie kommt da denn raus? Okay. Immer schön raus hier. Danke. Tschüss. Vielen Dank für den Besuch. Dann, jeder, der jetzt noch da ist. Steht da unten einer? Ja. Ein Schuss nur. Shit. Den da oben kriege ich irgendwie nicht. Ah, jetzt. Noch mehr. Da haben wir noch einen. Ich hab ihn. Bring mal dich. Yes. Alter, er trifft mich. Shit. So, Milch trinken. Nochmal bitte. Und danach müssen wir unbedingt einkaufen gehen. So, wie kriege ich den kleinen Bastard da? So. Dankeschön. Da oben bitte auch noch. Sehr gut. Renner. Jo. Nice. Okay, das wäre soweit geklärt. Da oben in der Ecke steht noch einer. Oh, stand hier noch einer? Nee, ne? Ich glaube, wir können einfach mal so unten drunter schleichen. Es ist eh nochmal der eine. Wo bist du? Weil kriegt er mich, wenn ich jetzt... Was? $50 nur? Alter!
Mit dem ganzen Aufwand. Oh. Schon besser. Eine Koffer. Ah, da hinten. Alles cool? Gut. Jo, ich glaube, wir sind hier geklärt. Okay. Oh, oh. Kleinen Moment, ich trink mal schnell meine Milch hier. Oh, noch mehr Babes. Noch einer. War's das? Okay. Einmal den Koffer. Kann ich den jetzt irgendwie aufmachen? Was? Warum kann ich das Geld nicht haben? Oh, die Spiegel, die funktionieren ja richtig gut. Okay. Ja, gut, dann. Ciao hier, ne? Viel Spaß noch. Oh Mann. So eine dumpfe Mission, ey. Aber gut, High Polish habe ich jetzt auch nicht erwartet, dass das jetzt da. Ein Call of Duty Style oder sowas ist. Komm, Spiel. Draußen ist doch eh nix. Nice. Und dann erstmal gut einkaufen. Moin. Das ist irgendwie witzig, wenn es jetzt hinter uns irgendwie Stau geben würde oder so. Nur für das, was wir hier einfach so rumstehen. Stimmt, ist eigentlich auch noch ganz witzig wäre, wenn man unsere Lok irgendwie bemalen könnte. Dass es dann wirklich individuell ist. Waffe weg. So. Schnell weg hier, wir waren hier nicht im Puff. Wir haben nur eine technische Überprüfung hier durchgeführt. Wie weit ist es denn noch? Nicht ganz 4 Kilometer. Schnell weiter hier. Soll ich es mal riskieren mit den 100? Nicht das schon wieder. Stromabnehmer, Stromabnehmer. Ich mach die Lok nicht nochmal kaputt. Warum Stromabnehmer senken? Geht mir nicht ganz ein. Naja. Gott sei Dank haben wir noch ein bisschen Speed hier drauf. Und wieder gelb. Er schreit wieder, oder? Nee. Einmal grün, neutraler Abschnitt. Was liegt da? Was ist das? Ist das ein Bär? Nee. Okay. Was auch immer. So, Lok, ich komm, roll doch mal ein bisschen schneller hier rüber. Nicht, dass wir hier nur komplett zum Stehen kommen. So, Ende des neutralen Abschnitts.
Das heißt, ich kann... Soll ich ab hier? Bitte mach die Lok nicht kaputt. Okay, gut. So, reset. Nichts kaputt gegangen. Geil. Mein Kollege, schau mal, den mal runter, sonst knallt's bei dir. Schade, dass die KI das nicht auch macht. So, wir haben jetzt immer noch Krankheit. Wir könnten eigentlich doch mal die Dinger essen. Die Waffe können wir mal weglegen. Dann tun wir das mal hier rein. Und wir sollten auch mal wieder ein Bier trinken. Sechs Kater und so. Okay. Let's go. Hier. Sehr gut. Ja, sind es 2 Kilometer. Es rentiert sich fast gar nicht. Komm, machen wir mal. Okay, nee, glaube ich, möchte es nicht. Das wackelt mir hier ein bisschen zu viel. Guck mal, wieder bremsen hier. Alter, was ist denn los mit der Performance? Da wird der 8. Hangar, Schrottplatz. Ich brauche einen Shop. War ich hier knapp einen Kilometer. Ja, da wäre es gerade direkt zum Hangar reingegangen, so wie es aussieht. Oh, yes. Da ist ein Shop. Ah, da rechts sind da gerade die Wagen. Moin. So, 700 Meter. Der Olex, so wie es aussieht, steht da hinten beim Shop. Wunderbar. Mehr gleich 2 Sachen auf einmal. Hm, mal wieder was Längeres hier. So, und ich habe einen Videokommentar gesehen. Wir haben hier Scheibenbremsen. Ich sollte hier ruckartig bremsen. Trotzdem hat es wieder keine Bremsleitung. Wenigstens sehe ich es nicht. Okay, einmal hinter die Weiche rein. So, ich denke mal, das passt. Du mal bremsen, dann steigen wir schon mal. Na, wobei ich steig nicht aus, solange du so schnell fährst. Sonst brechen wir dann schon wieder was. So, das reicht. Dankeschön. Die Leitung ging ja sogar da. Das ist nur die eine. Ja, ich glaube schon. So. Nächste Zug wird eine Gaudi haben, der von der Strecke kommt, wo wir jetzt herkommen sind. Irgendwann mache ich das noch mit den anderen Führerstand. So, erstmal wieder schön kalt hier drin. Wir haben ja 2 Grad. Hier immer wenigstens noch 14. Okay. Oh. War vielleicht nicht so schlau. Hm.
So, ich würde sagen, das passt. Einmal Spycam. Luft hier. Ja, da können wir noch einen kleinen Tick schneller fahren. Ne? Mal nach draußen. Ich weiß nicht, aber ich glaube, unsere Oberleitung ist ein bisschen zu hoch. Bitte nicht komplett anhalten. Was macht die Oberleitung? Oh ja, mittlerweile. Das Spiel. Ja, Geschwindigkeit passt. Circa bei 5. Ja. Die Lok macht ziemlich logische Sachen. Ja, Entwickler, da müsst ihr noch ein bisschen ganz kleines Polishing machen hier. Vermutlich ist das so automatisch platziert worden. Nach dem Motto, Filter auswählen, da überall verschiedene, jetzt machen wir es ein bisschen drüber. Aber dann passt es halt nicht immer. Okay, gleich rum's. Sehr gut. Komm, wir waren uns im Bahnhof Moschkowa auf Gleis 5 von Bahnsteig 1, hat die maximale Transportzeit beträgt 1 Stunde. Naja, brauchen wir doch eh wieder nicht. 13 Kilometer, nicht ganz. Sollen wir dann mal da vorne fahren und dann werden wir unseren Koffer hier loswerden. Ja, kommt alles mit hier? Gut. Wir fahren dann ein kleines Stück mit WLAN-Strom. Passt schon. Sehr gut. Ich frage mich halt, wie lang die Story insgesamt hier ist. Ich würde mal schätzen, irgendwas um die 6 Stunden plus minus. Wahnsinnig tiefgründig wird es hier nicht. Ziehen wir noch ein bisschen rein, dann bleiben wir da vorne am Bahnsteig stehen. Und dann einmal rüber zum Shoppen. Ach, der Eingang ist gerade hier. Gut. Da ist der Oleg. Einmal die Bremse mal voll rein. So, Tür zu. So, Bremskleine. Ja, bisschen noch. Naja, das reicht. Sehr gut. Also, Oleg. Einmal Geschenke.
Mal sehen. Hey, hey, eure Sprüche, ne? So, bitteschön. Для нас это крупная сумма. Я надеюсь, эти деньги принесут пользу нашей организации. Ich habe noch 50 Dollar gekriegt für das Ganze. Ja, okay, jetzt sind es 100. Besser als gar nichts. Deine Präzision ist unsere Stärke. Nein, ja, ich weiß nicht. Vielleicht ist es besser, dass wir da zu viele Sprünge haben. Es gibt etwas. Aha. Was, nimm ihm das Gewehr und das Messer ab. Ohne. Ja, aber ich hab doch schon ein Messer. So. Ja, will ich tatsächlich. Und zwar. Erstmal ein bisschen Bier. Ach, was, wir nehmen da einfach mal alles. Dann von den Dingern ein paar Sachen. Äpfel auf jeden Fall mal wieder. Die waren super. Haben wir hier Karotten. Oh ja, will ich nämlich auch mal mit. Können wir schön hier den Laden leer machen. Ja, was ist das? Wodka? Nee. Soll ich noch Brot mitnehmen? Kostet alles 3. Naja, komm, was soll's. Und dann wären wir erstmal wieder aufgeladen. 11 Milch. Ja. Fleisch, Weißbrot, Roggenbrot. Apfel mal 5. Weißt du was, nehmen wir mal die Zwiebeln auch nochmal mit. Wer macht es nicht? Einfach mal so die Zwiebel futtern, wenn man Hunger hat. Dann mal schön schälen und schön reinbeißend. Ja, okay. Ich denke mal, das war's jetzt erstmal für die Episode. Wir werden dann vermutlich in der nächsten Episode mal jagen gehen. Und halt unsere Wagen wie immer polieren. Mal schauen, ob das mit dem Jagen genauso furchtbar wird, wie jetzt hier mit dem Nachtclub. Naja, mal wenigstens mal was anderes, aber das war jetzt keine gute Performance. Und die KI tut so, als wäre sie eine KI. I guess. Wenn es euch gefallen hat, lasst auch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier im sibirischen Simulator. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.